Ich würde sagen, reist so viel es geht, weil wenn man reist, lernt man sehr viel über sich und seine eigenen Grenzen viel besser kennen. Sei viel kritischer dir selbst gegenüber und auch anderen vor allem und kämpfe hart für deine Ziele, weil dann erreichst du es auch. Mein Name ist Dr. Katrin Müller. Ich bin psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und psychologische Gutachterin im medizinisch-psychologischen Instituts der TÜV Nordmobilität. Ich finde, das Coolste an meinem Job ist, dass nicht jeder Tag ist wie der andere. Die Kunden sind nie gleich, jeder hat seine andere Geschichte, jeder bringt seinen eigenen Input mit in das Gespräch rein und letztendlich hat man die Chance, jemandem, der wirklich an sich gearbeitet hat, eine zweite Chance zu geben. Da kriegt man natürlich viel Dank entgegengebracht von den Kunden, wenn es denn dann auch geklappt hat. Als Einschränkung sehe ich letztendlich zum Beispiel, dass Kunden ja häufig auch von ihren Schicksalsschlägen berichten, dass man sowas nicht zu nah an sich ranlässt. Eine andere Einschränkung ist, dass die Kunden natürlich auch vom Führerschein abhängig sind. Viele brauchen das für den Job, für ihre Existenz. Und da wird dann auch gerne mal vielleicht Druck aufgebaut, zu sagen, aber da ist der Anfang zu bitten, dass man vielleicht doch Mitleid hat und dass man da dieses Mitleid, das man persönlich empfindet, nicht mit einfließen lässt in die Beurteilung des Kunden, so schwer das dann auch ist. Also das Medizinisch-Psychologische Institut ist an die TÜV Nordmobilität gegliedert, wo es ja rund ums Thema Verkehr geht und TÜV-Prüfstellen. Und wir in unserem Institut begutachten für die MPU. Das heißt, ich übernehme den psychologischen Teil der medizinisch-psychologischen Untersuchung und untersuche die Kunden darauf, ob sie die Fahreignung wieder erlangen können oder nicht. Bei uns ins Medizinisch-Psychologische Institut kommen Kunden, die meist ihren Führerschein verloren haben oder vielleicht kurz davor sind, ihren Führerschein zu verlieren. Die bekommen dann die Aufforderung von dem Straßenverkehrsamt, zur MPU zu gehen, also zur medizinisch-psychologischen Untersuchung. Das ist ein spezieller Tag, da kommen die Kunden hin, da wartet dann die Kundenbetreuung, der Arzt, ich zum Beispiel als Psychologin oder auch noch eine Kollegin oder ein Kollege. Und der Kunde durchläuft im Grunde dann diese drei Stationen, unter anderem auch einen Leistungstest, wo wir schauen, ist er denn von der Konzentration und Reaktion und Aufmerksamkeit fit genug, um auch noch ein Auto zu führen. Das befunden wir dann. Und im Anschluss reden wir mit den Kunden ca. 45 bis 60 Minuten, schauen, was war denn seine Verkehrsvorgeschichte, wie ist es zu den Delikten gekommen, weswegen er jetzt zur MPU kommen muss, was waren denn seine ganz persönlichen Ursachen auch. Und was hat er quasi aus diesen Ursachen jetzt gelernt? Welche alternativen Rückfallvermeidungsstrategien hat er entwickelt und wie hat er die jetzt im Alltag schon auch erproben können? Also da geht es dann auch um konkrete Beispiele, wie er damit umgegangen ist in der letzten Zeit und wie stabil das dann eigentlich ist. Genau, die Beurteilung an sich erfolgt dann anhand der Beurteilungskriterien von der Bundesanstalt für Straßenwesen. Das heißt, das ist nichts, was wir uns aussuchen, je nach Sympathie für den Kunden, sondern das ist strikt nach dem Kriterienkatalog gehen wir davor und beurteilen. Es gibt aber auch andere Kundengruppen, wie zum Beispiel 17-Jährige, die vielleicht einen Streckenführerschein machen wollen, um schon zur Ausbildungsstätte alleine zu fahren. Ich begutachte einmal in der Woche, zum Beispiel in Duisburg, fahre dann morgens dorthin und jeder hat fest zugewiesene Kunden. Aktenfälle, die man vorher anschaut. Das sind meistens zwischen 5 bis 6 Kunden, die man dann am Tag begutachtet. Und am frühen Nachmittag ist man dann meistens fertig. Aber danach muss natürlich dann auch das Gutachten geschrieben werden. Ich bin von der Realschule aus Gymnasium, habe Abitur gemacht, bin dann in die Niederlande zum Studieren gegangen, habe in Maastricht Psychologie studiert, da mit dem Master abgeschlossen, habe nach dem Master dann promoviert in Köln und danach die Verhaltenstherapieausbildung gemacht und bin nach der Approbation dann zu TÜV Nord gekommen, habe mich hier beworben. Also als Quereinsteiger ist es vielleicht etwas schwierig, weil das Psychologiestudium Voraussetzung ist nach dem Psychologiestudium, ob Diplom oder Master, das ist mittlerweile ja dann egal, braucht man 2-jährige Berufserfahrung, um dann als psychologischer Gutachter anfangen zu können. Sobald man bei uns anfängt, bekommt man auch noch eine einjährige Einarbeitung, Ausbildung.
um auch zu sehen, okay, wie funktioniert das mit den Beurteilungskriterien, wie geht man vor? Die Therapeutenausbildung zum Beispiel braucht man jetzt nicht unbedingt für die Tätigkeit. Allerdings ist es natürlich nicht verkehrt, weil man viel über Gesprächsführung weiß, wie geht man mit schwierigen Situationen mit Kunden um. Aber letztendlich ist es wichtig, dass dann jemand auch Empathie mitbringt, um auch so die Gesprächsatmosphäre herstellen zu können, damit die Kunden sich auch öffnen können.